Herzliche Einladung zu dem Thema Zungenrede und Geistestaufe. Was sagt die Bibel wirklich dazu? Nochmal, es scheint eine allgemeine Klarheit zu sein, dass Pfingsten der Empfang der Geistestaufe ist und damit der Empfang einer Zungenrede. Die Pfingstbewegung und charismatische Bewegung behaupten, Pfingsten sei eine Zweiterfahrung für die Jünger gewesen, losgelöst von Bekehrung und Wiedergeburt, wo man die Gabe der Zungenrede bekommen hat. Liebe Freunde, ich habe hier einen Meterstab. Schaut, man kann sagen, das ist ein Meter. So nennt man das. Dann könnten unwissende Menschen denken, ja, das ist wirklich nur ein Meter. Ist es aber nicht. Wenn du das Ding aufklappst, wirst du feststellen, es sind zwei Meter, erstens. Aber nicht nur das, es sind Zentimeter, es sind Millimeter. Leute, wir müssen doch, wenn wir Theologie machen, genauer hingucken. Was sagt die Bibel denn wirklich? Ich werde dir in dem ersten Teil auf Grundlage der Bibel zeigen, dass das Phänomen, welches Paulus im 1. Korintherbrief beschreibt, ein völlig anderes ist als das, was uns Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Das ist extrem wichtig. Es sind zwei völlig verschiedene Phänomene. Als zweites möchte ich euch aufzeigen, dass die Apostelgeschichte eine Zungenrede, so wie sie Paulus beschreibt, überhaupt nicht kennt. Du wirst staunen, du denkst vielleicht jetzt, der spielt doch total, weil du es immer so gehört hast. Aber warte ab. Lass uns doch mal genauer hingucken, was die Bibel sagt. Als drittes möchte ich dir dann aufzeigen, dass die Apostelgeschichte keine Zweiterfahrung lehrt. Und dass es bei dieser Zweiterfahrung auch nicht um die Zungenrede geht, wie sie Paulus in Korinth beschreibt. Du wirst staunen. Dann möchte ich dir in Teil 4 auf der Grundlage der Bibel zeigen, was die Geistestaufe wirklich ist. Und dann möchte ich in Teil 5 aufzeigen, was die Zungenrede ist, wie sie Paulus in Korinth lehrt. Und im letzten Teil dann meine persönlichen Erlebnisse, wie ich mit Gottes Geist getauft worden bin, welches Resultat das hatte und welche Erfahrung ich in der pfingstcharismatischen Bewegung mit der Praxis der Geistestaufe habe. Also herzliche Einladung dazu. Komm, lass uns mal einsteigen mit diesem sehr interessanten Thema, diese Gegenüberstellung von 1. Korinther 14, wo Paulus über die Geistestaufe, über die Zungenrede spricht und über Apostelgeschichte 2. Schau, ich habe ein Buch geschrieben, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dieses Buch kannst du kostenlos bestellen. Und gleich am Anfang mache ich diese Gegenüberstellung. Und ich werde es in aller Einfachkeit hier aufzeigen, dass es sich um zwei verschiedene Phänomene handelt. Schaut, das Sprachwunder an Pfingsten war an Heiden gerichtet. Das müssen wir sehen. Der Heilige Geist kam und dann geschieht dieses Phänomen, als der Heilige Geist gekommen war, heißt es in Vers 6, alle waren bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und dann zählt Lukas hier lauter Sprachen auf. Parther, Meder, Mesopotamien, Ägypten, Rom, Kreta, Araber. Vers 11. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Das heißt, Gott wirkte hier an Pfingsten ein Wunder, als der Heilige Geist kam. Und die Menschen hörten das Wort Gottes in ihren Sprachen, obwohl die Jünger, und dann besonders Petrus, galiläisch sprachen. Das ist ein Sprachwunder, gerichtet an Ungläubige, damit sie Gottes Wort, Gottes Evangelium verstehen. Also, dieses Phänomen in der Apostelgeschichte ist also Verkündigung. Es ist ein Sprachwunder an Heiden sozusagen. Das, was aber in Korinth passiert, ist extra nicht für Heiden. Schauen wir in Vers 23, 1. Korinther 14, 23.
Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden, und es kämen unkundigere Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Das heißt, Paulus verbietet die Zungenrede, wenn Ungläubige da sind. Es ist also das genaue Gegenteil von dem, was an Pfingsten passiert. Zweiter Punkt. Das Sprachwunder an Pfingsten ist Verkündigung von Gott zu Ungläubigen. Das in Korinth ist Gebet. In Vers 2 Korinth. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, aber das geschah in der Apostelgeschichte, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Aber das, was Petrus verkündigte, waren keine Geheimnisse. Schaut dann 13 bis 15. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Das heißt, in Korinth handelt es sich um Gebet. In der Apostelgeschichte handelte es sich um Verkündigung. Also zwei völlig unterschiedliche Richtungen. Gebet geht zwischen dem Gläubigen und Gott, während die Verkündigung geht von Gott zum Gläubigen, im Prinzip vom Verkündiger. Nächster Punkt. Bei der Zungenrede als Gebet ist der Verstand fruchtleer. So lehrt es die Bibel. In 1. Korinther 14, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Aber das, was in der Apostelgeschichte passiert, Petrus wusste, was er predigt. Sein Verstand war nicht fruchtleer. Also etwas völlig anderes. Dann, das Sprachwunder geschah öffentlich. Doch das, was in Korinth passiert, soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit praktiziert werden, weil dadurch Heiden abgeschreckt werden können. Wir haben das in Vers 23 gehabt. In 1. Korinther 14, 23. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Das heißt, Paulus verbietet es in der Öffentlichkeit. Es soll nur in der Gemeinde oder alleine praktiziert werden. Das nächste Punkt. An Pfingsten fungierte der Heilige Geist als Übersetzer. In der Gemeinde soll ein Bruder die Zungenrede übersetzen. Auch da gibt es einen Unterschied. Vers 27. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Das heißt, wenn kein Ausleger da ist, dann soll er schweigen. Petrus aber brauchte keinen Ausleger. Da hat das der Heilige Geist direkt selber gemacht. Also wieder ein völlig anderes Phänomen. Das Sprachwunder hat die Bekehrung der Heiden zum Ziel. Bei Korinth geht es aber um die Erbauung des Einzelnen oder der Gemeinde. Auch ein riesengroßer Unterschied. Vers 4 und 5. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, er baut die Gemeinde. Also, zwei völlig unterschiedliche Sachen. Bei Pfingsten handelt es sich um menschliche Sprachen. In Korinth geht es um eine neue Sprache, durch den Geist gewirkt, die keiner ohne Auslegung versteht. Es handelt sich um Geheimnisse im Geist. Ich habe das auch schon gelesen. Hier Vers 2, niemand versteht es, es sind Geheimnisse im Geist. Es braucht die Auslegung. Schaut Leute, wenn wir uns das in aller Ruhe angucken, diese Gegenüberstellung, dann müssen wir doch feststellen und festhalten, dass es sich bei dem Phänomen in der Apostelgeschichte 2 und dem, was da in Korinth gelehrt und praktiziert wird, um zwei völlig unterschiedliche Sachen handelt. Ich fasse es nochmal zusammen. In der Apostelgeschichte
handelt es sich um Verkündigung, die durch ein Sprachwunder von Heiden verstanden wird. In Korinth wird die Praktizierung der Zungenrede extra verboten, wenn Heiden anwesend sind. Völliges Gegenteil. In der Apostelgeschichte wusste Petrus und die anderen genau, was sie sagen, was sie verkünden. Sie hatten klaren Verstand. Dass in Korinth, sagt Paulus, der Mensch, der das praktiziert, weiß nicht, was er sagt. Sein Verstand ist fruchtleer. Es braucht einen Übersetzer. Das brauchte es an Pfingsten nicht. An Pfingsten ist es Verkündigung. In Korinth ist es Gebet. Also völlig unterschiedliche Dinge. Wie kommt man denn auf die Idee, dass es sich bei beiden um das Gleiche handelt oder dass an Pfingsten die Zungenrede empfangen worden ist? Leute, hier ist ein gravierendes Missverständnis, ein Fehldenken. Ich möchte ein Beispiel sagen. Stell dir mal vor, ich gebrauche das Wort Gemüse. Ja, dann verstehst du zumindest, dass es sich nicht um ein Auto handelt und auch nicht um ein Haus, auch nicht um Obst. Das wäre schon vielleicht ein bisschen näher dran. Nein, es ist Gemüse. Aber Gemüse ist noch nicht detailliert genug. Es gibt auch Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln, Kohl, Salat, Karotten. Guckt, das Problem ist, in der Bibel wird nur ein Wort für beide Phänomene gebraucht. Glossalie. Und dieses Wort heißt Zunge, Zungen. Und dieses Wort, das kannst du in jedem Lexikon nachschlagen, wurde damals gebraucht für Sprache. Ganz einfach Sprache. Das wurde immer so gebraucht. Wenn man gesagt hat, er spricht in der Sprache, in Arabisch, Ägyptisch oder so weiter, dann ist es Zunge, Glossalie. In der Apostelgeschichte handelt es sich um Sprachen. Das steht da klipp und klar. Die Jünger, die Apostel verkündigen dort das Evangelium und alle Menschen verstehen es in ihrer Muttersprache. Das ist ein Wunder. In Korinth steht auch das Wort Glossalie, Sprache. Aber Paulus sagt extra, es gibt unterschiedliche Sprachen. Alles hat seinen Ton, Harfe gibt einen anderen Ton als, ja, und so weiter. Es gibt unterschiedliche Sprachen. Und hier in Korinth erklärt Paulus ein anderes Phänomen, nämlich die Zungenrede. Ich möchte unterscheiden sprachlich zwischen dem Sprachwunder und der Zungenrede. Das Sprachwunder ist Verkündigung für Heiden, die Zungenrede ist Gebet von Gläubigen. Es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe das jetzt hier aufgezeigt. Jetzt aber, was ist die Schlussfolgerung daraus? Leute, es ist ein Riesenfehler in der Theologie und in der Pfingstbewegung und charismatischen Bewegung, dass man jetzt beides in einen Topf wirft. Schaut, wir haben festgestellt, das, was in der Apostelgeschichte passiert, sind Karotten. Das, was in Korinth passiert, ist Kohl. Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge, die unterschiedlich zubereitet werden müssen, die unterschiedliche Vitamine haben, ja, und so weiter. In der Pfingst- und charismatischen Bewegung wird das einfach zusammen in den Topf geschmissen und man sagt, das, was am Pfingsten passiert ist, das ist der Empfang der Zungenrede. Leute, das ist ein... Ich verstehe das nicht. Du kannst doch nicht einen Meter einfach einen Millimeter sein lassen. Mach das mal im Handwerk oder in der Industrie. Das geht doch nicht. Wir müssen doch genauer hingucken. In der Apostelgeschichte steht nichts von einer Zungenrede. Nichts. Es wird dort hineingelesen. Das ist das Problem. Schaut, wenn du in der Bibel forscht, musst du dich an hermeneutische, an exegetische Grundprinzipien halten. Zum Beispiel gucken, was steht da wirklich. Exegese, guckt genau hin, holt heraus, was sagt das Wort wirklich, was bedeutete es. Hermeneutik beachtet den Zusammenhang, den Kontext, den Verfasser, den Empfänger des Briefes und vieles, vieles, vieles mehr. Wenn wir da genauer hingucken, von Meter auf Millimeter, stellen wir fest, dass es in der Apostelgeschichte überhaupt gar keine Zungenrede gibt. Es handelt sich immer um Sprachwunder
oder um Sprachen. Ich möchte dir das im Teil 2 einmal etwas genauer zeigen, mit einigen sehr interessanten Argumenten. Das Problem ist, die meisten Menschen machen keine Exegese, sondern sie machen eine Eisegese. Das ist eigentlich ein Witzwort, Eisegese, weil ein Huhn legt Eier irgendwo hin. Man legt etwas in den Text hinein, das nennt man Eisegese. Man kennt das Phänomen vom Korintherbrief und man liest dann Glossalie, Sprache in der Apostelgeschichte und legt das in die Apostelgeschichte hinein. Und dann denkt man, ja, die fingen dort an, in Sprachen zu beten, also ist das Zungenrede. Ja, aber halt mal, das ist ein völlig falscher Rückschluss. Es könnten völlig normale Sprachen sein. Deswegen, ich werde dir jetzt zeigen im zweiten Teil, auf Grundlage der Bibel, dass es in der Apostelgeschichte überhaupt nicht um Zungenrede geht, sondern um ein völlig anderes Thema. Herzliche Einladung zum Teil 2.